willkommen zu einem neuen Mac App Review. Heute möchte ich euch den neuen RSS Reader für den Mac vorstellen, der erst vor ein paar Tagen im Mac App Store erschienen ist, aus einer langen Beta-Phase jetzt endlich erhältlich. Und es nennt sich Reader, einigen von euch sicherlich schon bekannt vom iPhone und vom iPad. Was die App macht, sie liest euren Google Reader Account und gibt euch die Möglichkeit, in einem netten Interface eure News zu lesen. Ja, ich habe heute schon ordentlich gelesen, deshalb habe ich nur noch jetzt hier gerade mal drei neue ungelesene Feeds hier drin. Und ihr seht das, allein hier steht Free Items, das bedeutet, dass wir drei ungelesene Artikel haben. Und auf dem Application-Icon haben wir hier auch noch eine Zahl eingraviert. Und das Ganze können wir auch ändern, dass eine 3 hier oben dargestellt wird. Das machen wir mal kurz. Ich muss gerade mal gucken, wie das geht. Hier. Dann können wir auf Badge gehen und dann hier die rote Nummer. Ich habe das aber lieber am Icon, deshalb lassen wir das jetzt mal. Und wenn ihr euch die App runtergeladen habt aus dem Mac App Store, dann werdet ihr erstmal aufgefordert, eure Google Reader Daten hier einzugeben. Und wenn ihr die eingegeben habt, dann wird direkt angezeigt, was ihr noch nicht gelesen habt. Die ganze App ist aufgeteilt in drei Spalten. Einmal haben wir hier unsere einzelnen Feeds. Da habe ich jetzt Mac News, Mac Rumors und auch ganz viele weitere. Wenn wir hier in die Komplettansicht gehen, können wir auch noch alle Feeds gucken, anschauen, die wir im Moment abonniert haben und auch schon noch einmal die Feeds lesen, die wir bereits gelesen haben. Ich lasse es jetzt mal in dieser Ansicht. Und ungelesene Artikel werden halt hier in Fett dargestellt und die schon gelesenen halt in einem helleren Grau. Ja, also die zweite Spalte ist dann halt die Titel des jeweiligen, des jeweiligen Artikels und ein kleiner Preview dazu. Und wenn wir uns das dann anschauen, bekommen wir hier auf der rechten Seite dann den kompletten Artikel, können wir lesen. Und viele RSS-Artikel haben das Problem, dass sie gekürzt sind. Das heißt, ihr müsstet theoretisch dann auf die Webseite gehen des jeweiligen Artikels und diesen dann lesen. Aber das bringt dann einen RSS-Client. Und das hat sich sicherlich auch der Entwickler gedacht. Und deshalb hat er hier Readability eingebaut. Und wenn wir auf diesen Button hier klicken, wird der ganze komplette RSS-Artikel umkonvertiert. Und zwar zu einem Text-Only-Format. Und je nachdem, wenn in dem Feed oder in dem Artikel, besser gesagt, noch Bilder drin sind und oder Videos, werden die natürlich auch noch hier angezeigt. Ja, ihr könnt natürlich auch noch in den Einstellungen könnt ihr auch die Schriftart und Schriftgröße ändern, falls ihr mal lieber was größer lesen wollt oder doch lieber was kleiner. Und wie von vielen Readern bekannt ist, dass ihr auch die ganzen Sachen verteilen könnt auf euren beliebtesten Netzwerken. Ihr könnt den Link kopieren, ihr könnt nach Instapaper Read It Later senden, ihr könnt auch Pinboard, Delicious und Zootool speichern. Ihr könnt auf Twitter posten, den Link mailen und ihr könnt den ganzen Artikel auch noch mit Instapaper und Google Mobilizer öffnen. Dann habt ihr die Webdarstellung allerdings auch in einem Text-Only-Format. Mir gefällt Readability besser. Und ihr könnt den ganzen Artikel auch noch in Safari anschauen. Dann öffnet sich automatisch der Link in Safari. Wenn wir das Ganze jetzt auf Twitter posten, können wir hier den Titel und den Link einfügen. Das heißt, wenn wir jetzt auf Title klicken, dann wird der Titel hier reinkopiert. Und dann machen wir ein Trennzeichen und dann den Link. Dann wird der volle Link reingefügt und direkt automatisch gekürzt.